Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Suicide of Rachel Foster an Tag 2. Und wie man sieht, der Sturm hat sich leider noch nicht beruhigt. Oh, Moment, Sekunde. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? Wie ein Stein. I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Ist es schon besser? Bist du eingeschlafen hier? Is the situation on the roads any better? Just give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night and... Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something and... But I... You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? Ich denke lieber meine Grundbedürfnisse. Ich möchte das Thema nicht wechseln. Ich möchte das Thema nicht wechseln. I'm not ready for this kind of news at the crack of dawn. I'll eat, and then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Ich muss am Leben bleiben, hier. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Köstlich. Da stürze ich mich gleich drauf, auf die Baked Beans. Und wir sitzen natürlich, das kommt natürlich sehr überraschend, hätte keiner von uns mitgerechnet, dass wir eventuell... Moment. Nicole? Irving? How long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Hmm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Ich mache mir eher um die Welt der Bakterien Sorgen, ja. I was thinking more like mold, bacteria and such. You'll see. There's nothing to worry about. Ich hatte eine Ameisenkolonie. Oh. For a while I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. So, Restroom, Fireplace Room, First Floor. Ich suche gerade, ich blick noch nicht so ganz über deinen Grundriss, ne? Ich versuche gerade alles zu lernen. Ich weiß, wir haben eine Karte, aber ich möchte mir gerne, wie heißt es, einprägen, wo hier was ist. Hier ging es zum Essen, ne? Dining Room, genau. Nicht durch den Ballsaal, ich dachte gerade irgendwie beim Ballsaal wäre vielleicht eine Küche angeschlossen, aber wir hatten ja noch den Dining Room. Ich versuche mir gerade alles ein... So, und ich mache die Maus wieder ein bisschen schneller, damit ich ein bisschen schneller reagieren kann. Weil hier, ich glaube, hier geht immer noch Unheimliches vor sich. Ich bin mir fast sicher. So, Staff Only und Storage, da müssen wir hin. Deswegen gucke ich mal schnell, was hier war. Da ging es einmal nach draußen und auch Backstage. Hier ist aber kein Schnee. So windig kann es ja nun nicht sein. Da können wir ruhig rausgehen und mal einen Tag an der frischen Luft genießen, weil hier drin muss es halt echt muffig sein. So, ist das der Vorratsraum? Sieht sehr vorratig aus. Ist er aber noch nicht ganz, ne? So, hier hatten wir Putzkrams, da ging es wieder raus. Das hier sieht alles nicht sehr vorratig aus. BZW, wir können gar keine Kisten öffnen. Also wenn ich am Verhungern wäre, ne, wenn ich im Hotel eingesperrt wäre, so eingeschlossen, ganz alleine. Und das Hotel ist jetzt nicht so... Ich höre wieder Geräusche. Nein, das ist nicht gut. Wenn ich also allein im Hotel eingeschlossen wäre, Mutterseelen allein, Fragezeichen, eventuell, hoffentlich, dann würde ich auf jeden Fall Kisten öffnen und Vorräte prüfen. Was war das gerade für ein Geräusch? Und da waren zwei Geräusche diesmal. Yo. Das ist aber die Küche mit schön vielen Tassen und Töpfen und allem. Kühlschränke. Food Safety Temperatures. Die Kühlschränke öffnen wir auch nicht.
Warum denn das nicht? Hier sieht sehr vorrätig aus. Verdorbenes Essen, ja, ist nicht gut. Igitt. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die Beerdigung her ist, ehrlich gesagt, wie lange wir gebraucht haben, um hierher zu kommen. Aber so Apple und sowas hält natürlich nicht so lange, das ist ja klar. War die Kühlkammer hier? Nee, die war nicht hier, ne? Wo war denn die Kühlkammer? Ich muss mal selber gucken. Die ging auch hier nicht ab. Ich schaue jetzt doch mal auf die Karte. Wir sind jetzt Kitchen Fridge. Die müsste zum Flur hin, geht die ab. Okay. Wir müssten also theoretisch hier raus und dann links. Eventuell. Ja, sieht gut aus. Wir waren schon mal hier drin. Und hier, ja, hier gibt es ein bisschen, hier das Zeug gibt es hier, Suppe ansehen. Mago Lunch, New Idea, 2 Minuten in der Mikrowelle, dann enjoy. Ich sag doch, hier geht was vor sich. Was? Hey, you kidding? Das ist nicht gut. Und Funk haben wir hier drin natürlich auch keinen. Das ist... Was? Was zum Teufel? Nein, ich wusste es die ganze Zeit. Ruhig bleiben, gesammelt bleiben. Ich habe gerade sehr viel Kaffee getrunken. Ich muss... Oi. Oi. Was zum Teufel? Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't Are you close. Fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Ich konnte gerade auswählen, was ich sage, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Der Balken war schon durch, bevor ich überhaupt gelesen hatte. Jetzt ist er natürlich sauer auf uns, klar, aber ja, ganz ehrlich, ja, wir hätten darin wirklich verenden können. Das ist nicht so geil. Gut, um die Bohnen aufzuwärmen. Ja, wenn man die Bohnen jetzt nochmal rankommt, ja, da. Wir haben oben noch Bohnen, wir haben oben Dosenbohnen. Das ist eine dosenlose Frechheit. Gehen wir mal, ja. Ja, das war nicht so gut. Ganz ehrlich, da verstehe ich, wenn man angesäuert reagiert. Ich würde es vielleicht auch, weil man hätte wirklich daran sterben können. Wenn die Tür nicht wieder aufgegangen wäre. Ja, warte. Ja, natürlich. Okay. Oh Mann. Dieses, vielleicht steigere ich mich auch nur in etwas rein, aber ich höre halt wirklich manchmal Geräusche. Die sollen wir wahrscheinlich auch hören. So manchmal dieses Kinderlachen. Ganz leise, ganz im Hintergrund, ganz versteckt. Und vorhin in der Küche hat es auch ein bisschen gerappelt und so. Ich glaube, da war schon wieder was ganz leise im Hintergrund. Diesmal wirklich sehr, sehr leise. Da kann ich mich auch irren. Ich mach mal ein paar Bohnen hier, wa? Komm, ich koche uns mal was. Hier ruckelt's immer ein bisschen. Kann ich uns hier so... Hä? In die Kühlkammer kam ich nicht mehr rein und diese Bohnen... Kugelschreiber ansehen, toll. Das sind gar nicht die Bohnen, ne? Das sind Chicken Noodle Soup. Warum können wir... Wir müssen unbedingt Bohnen essen. Wir können nicht Chicken Noodle... Ich hätte jetzt gerne eine Chicken Noodle Soup. Wenn ich ehrlich bin, so eine Chicken Noodle Soup, die... würde ich mir gerade gönnen. In den Kühlschrank gucken wir auch nicht. Wo waren denn, Zigaretten, ich mache mal einfach eine gute alte Zigarettensuppe. Lecker. Ich sammle die Zigaretten aus dem Hotel und dann koche ich daraus eine sämige Brühe. Esoterikbücher. Melden. Oh. News? I'm not surprised the academic world distanced itself from Leonard. Why'd you say that? Magic in the stars, life beyond life, the physics of the impossible. You heard of them? Dazu besteht kein Grund. Die sind unprofessionell. Dazu besteht kein Grund. No, but stars are stars. When you die, you're dead. And if it's physically proven, then it can't be impossible.
Don't get offended, but I didn't understand a thing. I understand that things can be proven. That's how I was raised. By Leonard, I mean. He was a man of science. And science has a method. Oh, maybe he was searching for a new point of view. Yeah, sure. Tell that to the treatment of quantum conscience that he never finished writing. I catch your drift. Ich sag ja, ne? Zusammen mit dem hier, glaube ich tatsächlich, dass der Vater sich dem hier hingegeben hat, weil er Rachel vielleicht hinterher noch gesehen hat, gehört hat, sie gespürt hat, irgendwie ihre Anwesenheit hat er gesagt, ne, ich hab mir heute warst du hinter mir, lalala. Also ich glaube schon, dass Rachel nicht endgültig weg ist. Und ich weiß. Irgendwas gluckert da. Und ich weiß auch nicht genau, wir wissen noch nicht genau, was da vorher vorgefallen ist zwischen dem Vater und Rachel. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben Vermutungen und es gibt Gerüchte im Dorf, aber Gerüchte sollte man erstmal als das behandeln, als Gerüchte. Man sollte erstmal nichts drauf geben. Vielleicht ist da irgendwo ein Kernchen Wahrheit versteckt, aber Gerüchte sind eben nur Gerüchte. Erstmal null drauf geben. Okay, vielleicht komme ich jetzt nochmal in die Kühlkammer. Eben gerade kam ich es nicht, da gab es keine Option, die Tür aufzumachen. Warum auch immer, vielleicht will sie da nicht mehr rein. Alle Türen hier fallen, also nicht alle, aber viele Türen hier fallen einfach wieder zu. Dann lass sie mal gucken. Latsch, 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 latsch. Latsch, 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 latsch. Ne, wir kommen hier halt nicht mehr rein. Hatten wir hier die Dosenbohnen? Waren die hier? Hier hatten wir halt das vergammelte Obst. Wo sind die Bohnendosen? Die sind doch in der Kühlkammer. Die kann ich aber nicht mitnehmen. Hier ist alles gammelig. Da unten ist Salat, der ist gammelig. Hier gibt es auf jeden Fall keine Bohnen. Pro Korb ein Kürbis. Das sind nicht sehr viele Kürbisse, wenn wir ehrlich sind. Gerade für so ein großes Hotel. Und dafür, dass es am Ende halt pleite war, ist ja noch ziemlich viel Essen übrig, wenn ich mal so sagen darf. Wenn der Vater hier alleine gewohnt hat. Die Mikrowelle könnte nützlich sein, um die Bohnen aufzuwärmen. Haben wir eventuell schon welche dabei? Weil guck mal, wir haben den Schlüssel da über der Checkliste, ne? Ist das unser Inventar? Der aufgemalte Schlüssel und die Dose? Hätten wir gerade einfach nur aufwärmen müssen. Naja. Probiere ich das mal. Latsch, latsch, latsch. Da kommen wir nicht lang. Nee, okay. So, dann probieren wir es nochmal. Hätte ich mal gleich oben probiert. Also hier klappern immer noch Geräusche und sowas. Das kann aber auch der Wind sein draußen, ne? Also, da will ich mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde hier wahnsinnig gerne rausgehen. Ich habe immer das Bedürfnis, hier draußen Schneemann zu bauen. Ich weiß nicht warum. Draußen ist so schöner Schnee. Ich weiß, da ist Schneesturm und Blizzard und alles Übel dieser Welt. Aber trotzdem irgendwie... Ach, ich würde so gerne nach draußen. Die schneidende, kalte Luft einmal durch die Nüstern ziehen. Und dann Schneemann bauen. Oder einen Schneeengel machen. So. Sag mal. Nein. Sag mal. Hier ist auch nur Suppe. Wir haben eine Dose dabei und hier ist eine Mikrowelle. Die eventuell nicht angeschlossen ist. Ich weiß es nicht genau. Hier ist ein riesiges Kabel. Das ist ein sehr, sehr dickes Kabel. Das führt irgendwo dahinter. Die Brotdose ist aber nicht eingestöpselt. Ich bin jetzt verwirrt. Eine weitere Mikrowelle gab es hier nicht, ne? Wir haben nur eine Küche. Wir haben hier keine private Mikrowelle bei uns im Zimmerchen. Ich würde wahnsinnig gerne die... Die Kassetten waren gerade... Ja. Okay. Das ist sehr unheimlich. Das ist sehr... Oh, das ist sehr unheimlich. Hier spukt es. So, okay, gut. Disketten, wo nichts drauf ist. Sehr ungewöhnlich, die nicht beschriftet sind. Und hier noch leere Kassetten und alle Mixtapes heißen Mixtape. Gut, aber Mikrowelle kriegen wir hier nicht. Es muss also eine spezielle Mikrowelle sein. Das liebe ich ja am meisten.
Latsch, latsch, latsch. So, mal gucken. So. Ich meine, es gibt ja auch ein bisschen Schmackes in den Beinen, ne? Wir haben jetzt, letzten Wochen haben wir wieder ein bisschen zugelegt, über Weihnachten und so. Da kann man jetzt mal wieder ein bisschen Wegezoll hier machen. Welche Restaurantküche hat denn eine Mikrowelle? Ist hier eine Karte eingezeichnet, wo wir hin müssen? Nee, ne? Nee. Main Floor, Second Floor, lalala. Die Mikrowelle könnte nützlich sein. Ich verstehe es nicht. Gibt's hier eine Mikrowelle? Ich kann mich nicht daran erinnern, eine gesehen zu haben. Und ich bin ganz ehrlich, in einer Hotelküche hat eine Mikrowelle eigentlich nichts verloren. Generell im Restaurant hat eine Mikrowelle nichts verloren. Ah, okay. Das hier sieht für mich nicht aus wie eine Mikrowelle. Aber ich komme auch nicht aus der Gastro. Da hätten wir uns viel Weg sparen können. Und einfach die Dose, einfach... Kommt die Dose einfach da so rein? Ich habe noch nie Dosen in eine Mikrowelle gestellt. Aber ich koche mir Dosen auch immer auf dem Herd auf. Wenn es Dosensuppe gibt, dann immer schön den Top rein und noch ein bisschen was dazu. Und die kann man ja schön einfach aufpeppen. So, ist bald mal fertig. Richtig schmuddelige Pfanne, nicht gut. Das muss doch super heiß sein. Köstlich war das. Richtig gute Mahlzeit. Aha. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. Wann wird er ankommen? Ich akzeptiere nur gute Neuigkeiten. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Oh, ich gehe heulen. Ich sehe mich weiter um. Oh. Well, I might as well finish the inspection. I can do it without Jenkins. He told me to give you a message. Here it is. He says to... this is a swear word and you don't need to hear it. Nicole, at this point start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Also ich mag das eigentlich, wenn der anruft. Der ist super freundlich. Ja. Man weiß nie genau, wann die Späße machen und wann nicht. Also welche Antwort dann irgendwie so ein Späßchen irgendwie bringt und welche nicht. Welche dann wieder so eine saure oder genervte Antwort hervorbringt, weiß man nie genau. So, Museum. Ja, hier waren wir schon mal. Hier haben wir schon mal umgeschaut. Was? Hier war doch gerade noch ein Schimmel. Ah. Schimmel. Ah, großartig. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Ja, das ist nicht gut. Okay, wir machen jetzt hier den Budeninspektor. Wir haben ja hier auch diese Zettel gefunden. Da gehen wir gleich mal hin in den Zimmern, die quasi ausgefüllt waren für uns bereits. Vielleicht können wir die jetzt gebrauchen, aber ich schaue mich hier trotzdem mal um. Jetzt waren wir wieder im ersten Stock, tatsächlich. Das hier giltet eigentlich nicht. Staubmagnet! Ja, ist wirklich ein Staubmagnet. Den Teppich müsste man eigentlich ausklopfen. Einmal, ja, alle paar Monate zumindest mal. Beschützer, hier war noch was. Bild. Ansehen. Hat man aber, glaube ich, auch schon gesehen, oder? Bin so unsicher, es sind so viele Bilder. Dann komme ich mal wieder auf.
Hier ist noch die indigene Vase. Die macht aber auch nichts. Ist alles erster Stock. Ich gehe mal wieder hoch. So. Guten Tag. Guten Tag. Ein sehr schönes Bild. Können wir deswegen nicht anrufen, wegen der Bilder. So, ich schaue mir trotzdem mal die Türen an, ne? Welche hier aufgeht. Ob wir vielleicht einen übersehen haben. Wir wissen es ja nicht. Wir würden es nur wissen, wenn wir sie nicht übersehen hätten. Okay, hier ist nichts. Hier sieht auch alles... Oh, sieht alles wunderbar aus hier. Das ganze Stockwerk ist einfach... Ja. Und vielleicht auch die Rechnung, die wir von Papi gefunden haben. Was das hier ist, ich habe keine Ahnung. Ah, hier ist wieder Steph, ne? Hier geht's wieder runter. Okay. Fleck. Arthur Fleck. Der flippt später komplett aus, der Fleck. So. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Steph only, auch da kommen wir gerade nicht rein. Hier ist ein Aschenbecher im Hotelflur, was ich persönlich, naja gut, ist schon ein älteres Hotel, da kommt wahrscheinlich noch geraucht werden. Heutzutage sieht das anders aus und ich sage, ganz ehrlich, zum Glück, oh. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? Du weißt zu viel, sag mir die Wahrheit. Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? Wird ich das wissen können? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. Ja. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Yeah. Hello? Was? Who is this? Ich habe nicht verstanden, sag mir bitte. Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Ich wusste es. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. Fick dich, ich verständige den Sheriff. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone, I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. Ich wusste es, ich wusste es. Ich hab's genau gewusst. Oh, oh, Alter, der Schnee. Wie cool das aussieht. Boah, nice. Aber ich wusste es, ich wusste, ich hab's genau gewusst. Die ist doch hier, die ist doch hier. Das habe ich auch die ganze Zeit befürchtet. Schöner Schimmel. Ist derselbe Schimmel? Okay, kann ich deswegen bitte jemanden anrufen hier? Das macht mir immer noch Sorge. Aber ich sag ja, die ist noch hier. Das sah ich doch die ganze Zeit. Oh. You pissed at me? Ich habe keine Zehen. Ich bin keine Zehen mehr. Ich habe ein anderes Problem. Ja, hier. I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? Keine Ahnung. Ein geheimer Verehrer? Hier. It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. Was? I'll ask someone to run a check. Was? Was kannst du tun? Die gehen mir auf den Sack. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just... sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. Okay, das ist gruselig, ja. What do you mean? Sounds creepy.
That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Ich... Tag 3. Das ging schnell. Ich kenne noch jemanden, der mit ihrem Tod oder mit Rachel offenbar, ja, ich weiß nicht, wahnsinnig geworden ist, keine Ahnung. Unser lieber Herr Papa. Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Sorry. So gut habe ich seit Jahren, waren einfach Schlaftabletten in den Boden. Ah, hier. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Mein Vater? Leonard. Maybe. Okay. I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But? The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Ich weiß, wir wissen, wo eine Taschenlampe ist. Irving hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Wir sind gerade im ersten Stock. Ist das hier der erste Stock? First Floor müsste das hier sein, ne? Spielgeräusche. Oh Gott, und jetzt ist nachts. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. Huh. The crawl space? I'd totally forgotten that. Remember where to go? No. But I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Zum Glück hat man die Taschenlampe schon gefunden. Zum Glück haben wir uns ein bisschen ungesehen vorher. Und das ist so eine, die kann man durch Drücken einfach klick wieder aufladen. Zum Glück. So. Ich muss jetzt immer drücken, damit die anbleibt. Da wären wir wieder. Draußen ein leichtes Gewitter. Ich guck mal kurz auf die Karte. Die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus. Die Zwischendecke. Ich find's cool, dass die Dose Bohnen durchgestrichen ist, übrigens auf der Karte. So, warte. Das hier ist nicht die Zwischendecke vom Personalbereich. Das heißt, hier muss irgendwo... Schon wieder Zigaretten. Schön.
Ich wusste, wie die Taschenlampe ist, ich weiß aber nicht genau, was ist denn die... Da habe ich gerade was gehört. Wieder. Bist du die Zwischendecke? Nee, ne? Nee, hier kommen wir einfach wieder ins obere Stockwerk. Oh, es ist gruselig. Es ist ein bisschen gruselig, muss ich zugeben. Das gefällt mir alles gar nicht. Diese Geräusche, das ständige Anmachen der Taschenlampe, das ständige Ausgehen der Taschenlampe, das ist alles ganz fürchterlich. Ich glaube hier, ne? Ich hoffe, es ist für euch gerade nicht zu dunkel. Dieses Geräusch treibt mich in den Wahnsinn. Ich wünschte, ich könnte die halt eine Weile lang aufladen. Wenn ich einfach so ein paar Mal drücke, aber die geht immer sofort wieder aus. Und hier oben wird es automatisch dunkler. Gehe ich die Treppe runter, wird es wieder heller. Das sind Wetterverhältnisse, die, das liegt, an hier. Das kennen wir als Stadtmenschen gar nicht. Genau wie Reinigungsmittel. Da geht's nach oben. Was ist denn die Zwischendecke? Also ich weiß, was eine Zwischendecke ist. Ach, hier genau. I found the crawl space and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? Ich erinnere mich nicht daran, dass es so eng war. Also eng war. I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir nächste Folge hier was zum Freuen, wa? Ich will da nicht rein. Aber hey, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge in der Zwischendecke. Tschüss.